Wir sind heute Abend im Maxhaus hier mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Das Maxhaus wird bei der Euro 24 im nächsten Sommer der Volunteer Hub, das heißt die Einsatzzentrale für alle Volunteers. Wir haben ja 1600 Volunteers, die uns dabei helfen, ein guter Gastgeber zu sein für die vielen, vielen Gäste, die zur Euro 24 nach Düsseldorf kommen. Und hier im Maxhaus wird die Zentrale sein. Deshalb haben wir uns entschieden, heute Abend auch einen Empfang hier auszurichten für alle die, die uns helfen sollen, die Euro 24 tatsächlich zu Everybody's Heimspiel zu machen. Wir haben immer gesagt, wir wollen die ganze Stadtgesellschaft mitnehmen. Und viele Akteure haben wir heute Abend hier ins Maxhaus eingeladen, um mit uns über den Stand der Vorbereitungen zu diskutieren und zu schauen, wie geht es weiter. Es sind noch 221 Tage bis zur Euro 24. Das Volunteer-Programm ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unseren Vorbereitungen für die Europameisterschaft im Jahr 2024. Die Volunteers sind das Gesicht der Euro und auch das Gesicht Düsseldorfs dann für die vielen Gäste, die kommen. Sie sind oft die ersten Ansprechpersonen, die einem Gast über den Weg laufen, ob das am Flughafen ist, am Hauptbahnhof, in der Heinrich-Heine-Allee, im Stadion. Die Volunteers spielen eine ganz zentrale Rolle und deshalb ist es wichtig, dass wir hier engagierte Leute bekommen, die sich für diesen Dienst auch zur Verfügung stellen. Wir brauchen insgesamt 1600, man kann sich auch noch bewerben und dann freuen wir uns, mit einem engagierten Team hier in die Euro 24 zu gehen. Wir werden am Ende 16.000 Volunteers brauchen für das ganze Turnier, 1.600 pro Standort ungefähr. Also man sieht, wie wichtig diese Menschen sind, die sich eben engagieren. Und eben, sie sind die Gesichter, die Menschen aufnehmen, wenn sie zu uns ins Land kommen oder nach Hilfe suchen. Deswegen enorm wichtig, aber natürlich auch, wenn man bei uns auch in Deutschland sieht, was das Ehrenamt leistet, was die Menschen im Ehrenamt leisten, ist beeindruckend. Sie vermitteln Werte eben, vor allem gegenüber auch Kindern, was sehr, sehr wichtig ist und die kann man nicht genug wertschätzen und unterstützen. Wir hatten ja eben noch eine Führung bekommen und waren auch wirklich beeindruckt auf diese historischen Orte sozusagen für Volunteers und ist einfach, glaube ich, eine ideale Begegnungsstätte. Erst einmal, weil es natürlich sehr zentral gelegen ist und die Wege überall kurz hin sind, aber einfach auch ob der Location. Es ist hier quasi, gibt es keinen Anfang, kein Ende, die Kreuzgänge, man kann sich hier frei bewegen, aber auch Rückzugsorte finden. Also ich glaube, die Volunteers können hier eine gute Zeit verbringen.